Servus, mein lieber Kenny, zusammen herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind hier auf der Route, dessen Namen ich vergessen habe, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, welche Route wir überhaupt sind. Haben im letzten Part normal Fro City erkundet, haben Donnerblitz erhalten, haben noch ein bisschen rumgezockt in im Spielcasino und jetzt gehen wir daran, erstmal hier die Trainer wegzuklatschen und dann uns den Weg nach Baumhausen City zu freizukämpfen. So. Wer die Kameraden da kennt, der weiß, dass das die Reporter sind, die wir schon mal weggehauen haben. Ah, du bist der Kenia. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeig uns, wie stark du geworden bist. Okay, das war das Stichwort. So, du bist jetzt live auf Sendung, voll in deinem Stream hier. Ja, wir kennen nicht die Interviewer Pia und Udo. Die haben jetzt Magnetilo und Krakelo, also die entwickeln sich immer weiter bis zu einem gewissen Grad. Kämpferisch und die kann man immer im Spiel die ganze Zeit bekämpfen und die sind immer an verschiedenen Orten. Das ist jetzt der zweite Ort. Der andere war ja oben Richtung Bad Lapperstadt, beziehungsweise am Schlotberg, wo man an der Familie Seidlitz vorbei sind. Da haben die da gestanden und hier sind sie jetzt im Prinzip da auf dieser Route und später raus nochmal in Baumhausen City, das zeige ich euch dann noch. Also die werden wir noch, das sind die drei Stellen, wo die immer sind. Die sind auch nirgendwo anders als sonst. Und ja. Also das wollte ich schon mal sagen, weil die kann man immer bekämpfen. Die sind zum Leveln sind die ziemlich gut. Problem an der Sache ist, man muss jedes Mal hin und her jumpen, wenn man die suchen will oder die bekämpfen will. Und das ist halt ein bisschen nervig auf Dauer. Okay, so, Krakelo versucht einen Aufruhr. Das ist natürlich sehr schön. Und wir setzen erstmal Felsgrab ein, damit er die Initiative erstmal runtergesenkt kriegt. Damit dieses laute Drecksvieh da weggehauen wird. Wobei ich so ein Krakelo hätte schon geil gefunden im Team. Habe ich mir am Anfang wirklich überlegt, ob ich das reinnehme, aber ich habe es aber rausgenommen. Beziehungsweise habe ich mir das anders überlegt, wobei die Entwicklung von dem, ich habe den Namen vergessen, aber die Endentwicklung von dem, die kann richtig böse sein, wenn man auf den Staub passt. So, das war mein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Ja, ich habe alles aufgezeichnet. Eure Niederlage werde ich im Fernsehen ver... Achso, das machen die ja schon. Seit unserem letzten Kampf, bla 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 bla. Die wollen jetzt natürlich wieder was von uns wissen, was uns denn interessiert. Oh, aber gib dich auf, wir werden dich weiter im Auge behalten. Yeah! Eine Profi-Angel ist wirklich gut. Machst du das auch? Jo! Und von dem holen wir uns jetzt die Profi-Angel. Da könnten wir uns theoretisch jetzt einen Krebskorn so angeln. Aber ich habe was anderes vor. Okay. Dementsprechend machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg. Noch ein wenig zu leveln und die... Oh, und Geradax direkt. Das ist natürlich geil. Geradax kann viele Attacken erlernen. Im Endeffekt auch die VMs und TMs. Aber das... bumst mich gerade nicht. Und wir können natürlich wieder mal nicht fliehen, wie immer. Bis ohne Zahn ein bisschen aufs Maul gekriegt hat. Das kennen wir ja das ganze Spiel leider. Das ist natürlich immer so ein Kraftakt. Das ist immer so ätzend. So, jetzt im Entkommen. Alles klar. Ich denke mal, hier gibt es auch nicht sonderlich viel zu fangen oder zu finden. Ja, wobei, sagt das nicht, Leute. Es gibt einige interessante Pokémon, deswegen werden wir auch die ersten paar Encounter mitnehmen. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen. Sie sind die Besten. Ja, und gleich sind sie tote Vogel-Pokémon. Und das ist sicher. Ich werde die alle braten, ich werde die alle essen, ey. Vor allem der Mingul. Alter, scheiße, Mingul. Okay, keine gute Voraussetzung für ohne Zahn natürlich. Wald-Bodenattacke, ihr wisst, der Wald-Baum. Das ist natürlich wieder so ein Thema. Ey, die treffen immer auf Anhieb mit Superschall, Alter. Das ist einfach nur abartig. Okay. Aber, oh, und wir treffen nicht mit dem Felsgrab, Alter. Das ist gut. Okay, das setzt Weißnebel ein. Das ist schlecht. Weil durch Weißnebel kriegt ihr keinen Initiativenboost abgezogen dann. Das ist natürlich nicht so schön. Oder? Irre ich mich da gerade. Ich habe mit so Statusattacken wie Weißnebel und so nicht großartig zu tun gehabt, aber ist auch scheißegal. Die Möwe wurde weggepickt. Yeah. Ich will jetzt hauptsächlich ohne Zahn einsetzen, aber auch nur, weil ich diese zwei Level noch haben möchte, um es zu entwickeln. Dann werden wir die anderen Pokémon noch nachtrainieren. Oder ich werde so offscreen später raus, dann auf dasselbe Level bringen. Und da haben wir schon den nächsten Kampf wieder. Yeah, weil da drüben ist nämlich schon... Alter, Voltenso. Ui. Das ist natürlich auch geil, wenn wir das direkt fangen können. Aber wir haben ja jetzt ein, was soll ich denn sagen? Wir haben ja jetzt ein Dings mit, wir haben ja ein Misery jetzt mit Donnerblitz. Von daher, scheiß drauf. Voltenso wird weggewoltet. Das ist einfach mal weggewollt. Die Volt, die Partei. Das ist Voltenso. Okay, nein, Spaß beiseite. So, wir setzen. Das Ding hat 100 Pro. Wette mir, dass es die Fähigkeit hat, dass wir direkt paralysiert werden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich jetzt Dings habe in Paraheile. Alter, das sieht man mal. Ah, sehr gut. Das sieht man mal, wie stark eigentlich Iron Man ist, ey. Das ist nicht sehr effektive Attacke und der schnetzelt den mit Eisenschweif über die Hälfte weg, ey. Das ist natürlich geil. Batsch!
Ich habe voll vergessen, dass Stahl gegen Elektro ganz effektiv ist. Ich denke, ja, das ist aber zu mal, ja. Fehlen mir mal beim Kämpfen die Gehirnzellen, aber das kennt ihr ja von mir. Oh, Doppelkampf, sehr schön. Hm, setzen wir ohne Zahn Undertaker ein. Geile Kombi. Hui! Ich werde von Selbstbewusstsein platzen, wenn ich seine starken Trainer besiege. Ah, platzen die mir gleich, hast du den Kampf auch hinter dir. Das ist mein unglaubliches Käfer-Pokémon, mein großer Bruder hat es für mich gefangen. Okay, du bist aber kein Käfersammler, Alter. Sehr schön. Geil, der hat den falschen Overworld-Strike. Geil. So, Astrid, Gertrud und Käfersammler. Hannes, der Hannes möchte kämpfen. Der Hannes mit seinem kleinen Johannes. So, okay, Pinsir und Absol. Sehr nice. ja, schauen wir mal, wie das wird. Absol ist ein Unlicht-Pokémon. Das können wir eigentlich direkt wegnatzen mit Doppelkick, was wir auch tun. Batsch! Und Batsch! Oh, voll in die Fresse von der Katze oder von dem Hund oder was es da ist. Geil. Okay, ohne Zahn. Ah, sehr schön, Level 34. Nice. Und Pinsir ist kein Problem. Pinsir hat halt mit Glut wird direkt weggeschnetzelt und dann ist Schicht im Schacht. Aber erstmal machen wir mal Zähneknirsche. Bam! Jawoll! Und finde und du setzt Glut an, das war's. Batsch. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Undertale braucht auch noch zwei Level, um sich zu entwickeln. Das ist natürlich mega, ey. Das ist einfach nur mega dann. Okay, ohne Zahn, jawoll. Undertale, jawoll. Und der Hannes mit seinem kleinen Johannes wurde besiegt. So viel zu meinem Selbstbewusstsein. Hannes, Hannes, zeig mir nicht mal. Zeig mir den kleinen Johannes. Nein, Spaß beiseite. Dumme Laberei, wie immer, kennt ihr ja von mir. Okay, das würde mich aber gerne mal interessieren. Ohne Zahn braucht 2700 und Dings. Undertale braucht auch noch ein bisschen, alles klar. Gut, was ist mit dir? Hey! Man sagt, dass gute Zeiten auch mit guten Aromen erfüllt sind. Boah, das ist die Knobi-Lady, bitte. Das ist. Bismarck-Brötchen-Lady. Die Fisch-Lady. Die Knobi-Frau, Alter. Die Maggi-Frau. Sorry, da muss ich ab und zu mal mehr dran denken, jetzt, wo ich gehe, wenn ich gegen die kämpfe, weil das ist. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das jetzt irgendwie so eingebrannt, ihn jetzt die Maggi-Frau zu nennen, ey. Total bescheuert. Aber ich find's geil. Oh, zum Glück, ey, mit Megasauger hätte ich jetzt unser ohne Zahn ausgesaugt aufs letzte Tröpfchen. Haben Pokémon eigentlich Blut oder haben die so... Ich denke mal, dass sie Blut haben, oder? Das sind ja schließlich Tiere. Ich denke mal, dass sie bluten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay, du Flora. Gut, dann bleiben wir aber, Little Batman. Dann brauchen wir uns jetzt nicht dazu zu verstellen. Ich würde da gerne Matschbombe einsetzen. Das Problem ist, Matschbombe mit Duflo ist ein Gift-Pokémon. Also das wird wahrscheinlich dann nicht großartig viel bringen. Ich meine, das hätte zwar gut Damage gemacht dann, aber ja, mehr auch nicht. Das war's. Okay, die Maggi-Lady wurde besiegt. Die gute Erika. Oh, ich rieche den bitteren Geruch von Knobi. Von der Niederlage. Okay. Ich will nicht wissen, was die ab und zu mal riecht, Alter. Okay, und hier haben wir die geilste Stelle überhaupt, um Bären zu setzen. Und auf diese Stelle habe ich eigentlich gewartet, weil da haben wir ziemlich viel und da gibt es auch noch andere Stelle noch auf den kommenden Routen, die auch ganz gut ist, wo zwar nicht so viel ist, aber es passt schon. So, die Lapras-Bären nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sag ich immer alles dieselben, gell? Egal, Bären sind Bären, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Alles für den Dackel, alles für den Hund, alles für den Verein, alles für den Hund. So, Qualott-Bären. Das meiste davon sind halt wirklich Punkriegel-Zutaten, gell? Deswegen, ist das auch für mich auch recht uninteressant teilweise, aber Punkriegel werde ich wahrscheinlich gar nicht herstellen. Ich habe jetzt keine. Ganz ehrlich, Leute, es gibt ja Pokémon-Wettbewerbe und ich habe ehrlich gesagt, ich kann es euch gerne mal zeigen, eventuell, wenn es gewünscht ist, aber ich habe jetzt kein Interesse an Pokémon-Wettbewerben da teilzunehmen, weil da müsste ich ein bisschen das Team anders gestalten, beziehungsweise ein neues Team herstellen, damit wir in den verschiedenen Kategorien überhaupt gewinnen können. Und das dauert dann viel zu lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schade drum, aber. Gut, in meinem privaten Playthrough mache ich es ja immer so. Dann mache ich immer mal so ein Turnier mit. Aber mich haben diese Schönheitswettbewerbe im Großen und Ganzen noch nie gereizt in den Generationen, auch später raus nicht. Also, was die da bei den Kranerbären gedacht haben, wie sie die entwickelt haben von Design her, ey, das würde ich ja gerne mal wissen, gell? Guckt ihr euch doch mal an. Okay, der wackelt ganz genüsslich. Ich sag mal nichts dazu. Das heißt, ich bin pervers, ey. So, das waren die Kranerbären, sehr schön. Ich warte ja nur spezielle Bären, Zitrusbären und Dings. Wenn wir die nämlich haben könnten, dann könnten wir nämlich die da pflanzen. Das wäre geil. Jo, Opi, was geht?
Kannst du sperren, Mäuschen, denn ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Dazwischen sperren und gebe ich es an andere weiter. Oh, eine Tammutbeere. Tammutbeere sehen aus wie rote Tomaten mit Stacheln. Das ist geil. Sei nicht so schüchtern, mir noch eine. Eine Qualot-Beere. Okay. So, rum in den geblühten Traumblumenladen bei Metaverse City. Lass die Welt in Blumen schwelgen. Hurra, ich bin der Baumschmuse. Mein Mann zwischen den Bären, der ist bestimmt der Beste zwischen der Welt. Der macht schon ganz stolz. Sag mal, du kennst dich so von einem guten Spruch. Ach komm, wenn man einfach mal beleben Pokémon oder so ein Scheiß spielt, da echte. Genau, Abra. Beleben Abra. Okay. Das ist so dumm. Oh, das ist ein guter Spruch. Das hier möchte ich dir schenken. Okay, eine Sinnelbeere. Okay, Sinnelbeere. Sehr spektakulär. Unsere vier Enkelkinder sind noch begabter als mein Mann werden. Das Leben erfüllt einen immer wieder mit Freude. Okay, gut. Jetzt haben wir Omi glücklich gemacht. Sehr schön. Und, passt. So, hier haben wir noch einen Doppelkampf und unten das Item. Oh, das hätte ich beinahe übersehen, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht. So, Himbeerball. Oh, geil, der erste Himbeerball, den wir haben. Sehr schön. So, und jetzt wird es mal Zeit, hier die beiden Zwillinge ins Nirvana zu schicken. Bam! Wir haben Pudox unten und ein Pabinella, gell, übrigens. Hallo, Trainer. Ich hoffe, deine Pokémon fangen nicht an zu weinen, wenn sie verlieren. Ich hoffe, deine Pokémon leben noch, wenn sie verlieren. Hat man mal geschlachtet, alle. So, Lea und Crit, Pabinella, Pudox. Auf geht's! Ohne Zahn an der Theke! Erfüllt eure Pflicht! Ich glaube, Pudox kann, soweit ich mich noch erinnern kann, Dings, gell? Das, Protect Schutzschild oder so, gell? Ja, hab ich mir gedacht. Das, hab ich noch in Erinnerung. Ich kenne den Kampf nämlich. Ich meine, gut, ein paar Kämpfe kenne ich schon. Das ist jetzt so, dass ich gar nichts mehr weiß von dem Spiel. Aber er macht nichts. Dafür, dass er jetzt Schutzschild eingesetzt hat, hat er bei der nächsten Runde eventuell das Problem, dass es entweder gar nicht einsetzen kann oder dass es eventuell nochmal einsetzen kann. Aber dann ist definitiv geht's dann nicht mehr. Und das war's, Pudox ist weg. Yeah, Pudox. Boah, nein, ey! Walla, willst du mich verarschen, Pudox? Oh, nimm voll krasse Felsgrab. Ich buddel dich ein. Okay, so, Volltreffer. Und down. Ich hasse es ja, in diesem Slakong zu reden, aber ab und zu ist es ja witzig. So. Zwillinge Lea und Kritz sind gegrillt. So, oh, wir haben verloren. Ja, yeah, ihr habt verloren, ihr kleinen Scheiße. Okay, damit wird die Route hier abgesegnet. Das heißt, wir haben hier unsere Pflicht erfüllt und unseren Pokémon-Feldzug hier vollendet. Und wir haben direkt ins erste Schritt so grasen schon Gegner, ey. Ich werd bekloppt. Das Schöne ist, Friedensblitz kann es dann nicht großartig viel machen, außer mit Tackle oder mit Ruckzucki, wenn es das hat. Und ich glaube, das hat es, glaube ich, gar nicht. Und was bin ich froh, wenn sich ohne Zahn entwickelt hat. Weil dann ist dieses Flüchten nämlich endgültig weg, weil wenn es sich so wie Brava entwickelt hat, wird es sauschnell. So, ohne Zahn, weiter geht's. Da oben ist nämlich noch ein Kampf. Ha! Erhebet euch, meine Vogel-Pokémon! Fliegt und sieg! Halt den Pokéball und spür die Macht. Geil, den Witterli. Witterli. Geil. Okay, warum muss ich jetzt an diese Klitschko-Werbung denken, ey? Von früher. So, oh, Felskrab ist nicht mehr viel mit anzufangen, leider. Schade, aber das Schwalb für Schwalbini und für das Schwalbos, dann reicht es noch. So. Und dann gucken wir mal, wie die anderen Trainer da oben sind, weil ab dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, welche Pokémon die hatten, weil da habe ich die meisten noch nie bekämpft, ey. Glaube ich. Das war. Weiß ich wirklich nicht mehr viel. Okay. So, Schwalbos von Witterli. Und. Okay, ist jetzt Doppelteam ein. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe, dass wir das irgendwie geschissen kriegen. Und. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Komm noch einmal. Wir probieren es nochmal. Das setzt der Energiefokus an. Geil. Ja, total sinnlos eigentlich. Okay, das bringt nichts. Gut, dann. Testen wir mal unsere neue Donnerblitzattacke aus. Mal gucken, ob Misery das hinkriegt. Alter, das ist jetzt der Spam mit Doppelteam. Da könnte ich gerade wieder kotzen, ey. Das gibt's nicht. Na gut. Naja, einmal müssen wir ja treffen. Irgendwann trifft's ja mal. Da mach ich mal keine Gedanken. Und das war's. Batsch! So, Schwalboss wurde gekillt. Der Schwalboss wurde gegrillt. Nicht ungekillt. So,
perfekt. Ich stelle mir gerade so vor, wie das Ding einfach so räuschend da vor dem liegt, ey, und riecht richtig gut, weil es so schön eingefettet ist. Sind sie abgehoben? Nein, die sind frittiert, die sind weg vom Fenster, Baby. Okay, ich glaube, jetzt setze ich auch mal den Schutz ein. Wir haben ja noch ein bisschen was davon. Nicht mehr viel. Ja, nicht mehr sonderlich viel, egal, das passt. Weil ich will nämlich gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Ach, guck mal dahin, das sind Beeren. Boah, Zitrusbeeren, geil! Jetzt habe ich die Zitrusbeeren natürlich, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil, ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, zurückzugehen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? So, Zitrus, Zitrus, Zitrus. Aber auf der anderen Seite sah ich mir was in 30 KP, gell? Ach, egal, komm, scheiß drauf. So, du sollst dich gegen Wände rennen, Maike. Da drüben ist noch ein Pokéball, den nehme ich auch gerne mit. So, einen Hypertrank gefunden, noch eine, sehr schön. Kann man immer mal gebrauchen. Und dann... ab geht's. So geht's nicht weiter. Das Holocrass verfickt sich in den Speichern des Rades. Ja, das hätte ich schon sagen können, du Lutscher. Was ja auch eine Besonderheit ist, die imitieren unser Bewegungsmuster. Ist geil, ne? So, und jetzt würde ich ganz gerne gegen dich kämpfen, Bruder. Und dich fertig machen. Der Mimikry-Zirkel wurde von Leuten gegründet, die im Mimikry-Leben. Der Kampf beginnt, sobald wir aufeinandertreffen. Ja, wir sind aufeinander getroffen und du hast eigentlich nichts gemacht, gell? Also, total die Lusche hier, der Typ. So, Käfersammler Gerrit mit einem Ninjask. Das wird eine schnelle Runde werden. Ninjask kann nicht viel gegen unser Unzahn machen. Das einzige Blöde, was wir haben gerade, wir haben halt nur noch Felsgrab, gell? Einmal. Nein, ey! Warum spammen die? Spammen die alle mit Doppelteam rum? Boah, dann setze ich gleich nur noch Finte ein. Echt, ohne Scheiß. Das geht mir doch auf die Klötze. Mal Finte trifft wenigstens die ganze Zeit. Temposchub ist ja auch so richtig mies, gell? Wenn man da richtige Taktik dahinter einsetzt. Batsch! Friss die Finte! Ah, das wird ein 3K.O. Das ist natürlich jetzt so toll. Okay. Habe ich mir jetzt ein bisschen anders hervorgestellt. Gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann, Alter, der boostet sich wie ein Bestseller. Das Ding müsste auf Steroiden gleich sein. Wahrscheinlich so ein... geil. So ein muskelbepackter Käfer, ey. So richtig assi. Gibt's ja eine spätere Generation, gibt's ja einen so ein Vieh. Das sieht einfach nur derb aus. Aber das werden wir irgendwann noch sehen, wenn wir mal so weit sind. Das ist sicher so eine Ultra-Bestie, Alter. Das ist so geil. Muss so ein Moskito-ähnliches Vieh. Also das war schon, das Vieh ist einfach nur auf Steroiden gepumpt. Das ist so dumm. So, jawoll. Ohne Zahnerraschel 35, Leute. Und entwickelt sich jetzt gleich so wie Brava. Sehr schön. Sehr schön. Ach, da freue ich mich ja drauf, ey. Wir kommen unser mein Libellchen, meinem Libeltra in der Nähe. Schön. Und somit haben wir jetzt Vibrava in unserem Team, Leute. Tja, Mann, finde ich das geil. So, ohne Zahn wurde zu Vibrava, ohne Zahn versucht Feuer Odem zu erlernen. Total geil, kommt genau im richtigen Moment. Weil Baum, dann werde ich nämlich Sandwirbel dadurch rausnehmen. Das setzt mir sowieso nie ein. Und dann haben wir jetzt auch eine Drachenattacke noch und das wird im nächsten Kampf sehr wichtig werden, im nächsten Tag in der Kampf. Ohne Zahn erlernt Feuer Odem. Sehr schön. Total nice. Okay, jetzt ist nur noch unser Jungglut dran. Den würde ich nämlich ganz gerne jetzt auch noch die zwei Level hochboosten. Und da haben wir schon den nächsten Kameraden. Und da unten ist noch eine. Superschutz. Yeah. Oh, das ist mir gut. Wir haben eh einen verbraucht eben. Du weißt nicht, wer ich bin. Stimmt's? Ich will's auch gar nicht wissen. Ich kenne dich auch. Ich lass uns kämpfen. Fun Fact. Wir können mit Zerschneider können wir die Büsche kaputt machen. Das hohe Gras. Und diese, Trainer, wo da rumrennen, die bewegen sich schon nicht mehr. The Gangolf. Der Gangolf, Alter. Wenn er, ey, der hätte es noch gleich Krandelolf oder Gandorf nennen können. Aber Gangolf. Der Gangolf. Der hat den Gang nicht mehr gehört, ey. Oh, geil, der Gangolf. Der Gangolf. Ey, das ist auch so ein Name, den hätte ich nicht erwartet, dass der passiert. Ey, was muss man rauchen, um auf so einen Namen zu kommen? Stellt euch mal vor, ich meine, jeder kann sein Kind nennen, wie er möchte, um Gottes Willen. Und das Kind muss damit leben und nicht die Eltern. Aber,
Und ich denke mal, keiner nennt sein Kind einfach so beschissen, weil es Spaß macht. Aber Ganggolf, geht mal wenn nach der Geburt hin ins Standesamt und tragt mal den Namen Ganggolf ein. Die fragen dich, ob du noch ganz sauber bist in der Birne. Geil, weil sie denken, du wolltest sie verarschen. Das ist total geil, Alter. Es ist total geil. Der Ganggolf. Der Ganggolf. Ey, ich spreche ab. Okay, sehr schön. So, der Digger war schon 35, nice. Komm, das Anlevel kriegen wir noch hin, weil ich will nämlich ganz gerne in den Part noch, dass ich auch unser Logo, unser Jungkühl entwickelt. Das wäre nämlich mega geil. So, der Ganggolf. Sorry, Leute. Ich komme darauf geschlagen gerade. Der Ganggolf. Ey, jawohl, Zugabe, Illumise für den Ganggolf. Boah. Sorry, Leute, ich hab gerade einen akuten Lachflash, aber es ist so der Ganggolf. Wie wollen Sie Ihr Kind nennen? Ganggolf. Geil. Verpiss dich, Ganggolf, Alter. Oh, mein Schild hat nicht mehr gelacht. Okay. So, komm, und du hast jetzt nicht Ganggolf, du hast Ginggolf oder Gingo. Oder Pappe, oder was weiß ich, Pappe Bingong oder so ein Scheiß, Alter. Das ist geil. Okay, Boah, der ist wenigstens intelligent, der sieht uns wenigstens an. So, da trifft man sich, meine Käfer-Pokémon leisten die Gesellschaft. Komm, jetzt aber nicht mal Ganggolf oder sowas, ey, das ist bestimmt geil. So. Käfer sammelt Till. Okay, das ist der Till. Ja, okay, gut. Till kann man mitleben, das ist ganz verkehrt. So. Jetzt setzt das Level 24 im Wampel ein. Ey, dass die Leute überhaupt nicht gefressen worden sind in der Generation. Ey, wenn die Leute müssen schon, wenn die da jetzt irgendwo hingehen und trainieren, ey, oder wollen Pokémon fangen und dann kämpfen die gegen andere Trainer, weil sie gerade zufällig Watchtime haben, also Sichtkontakt, dann setzt dein Level 24 im Wampel ein, dann muss schon dein Gegner drauf Arsch füllen, oder? So. Oh, dann Papinella. Das ist natürlich gut für unser Jungblut. Hat schon gerammt? Ich glaube, es hat schon gerammt eben, gell? Nee, es hat schon gerammt, das war scheiße. Okay. Morgengrauen setzt da ein. Boah, was haben die alle mit ihren KP-Attacken, ey? Das bringt doch eh nichts. Also ich habe mir mit der Zeit abgewöhnt, mir so Attacken so anzueignen. Da setze ich lieber sowas wie Megasauger oder Gigasauger ein. Da hat der Schwanz mehr davon, macht dem Gegner sogar noch Damage, wenn es effektiv ist, unheimlich sogar noch selbst im Optimalfall. Also das ist die, finde ich, bessere Variante bei solchen Attacken. So. So, Schalocco. Schalocco, Schalocco, Schalocco. Auch schön, dass es da zwei verschiedene Formen gibt. Das eine ist Panikon, das andere ist Schalocco. Das ist zufallsbedingt, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, welches Pokémon bei der Entwicklung rauskommt. Also man kann es nicht so ganz beeinflussen. Soweit ich sogar weiß, war das früher sogar geplant, dass man eventuell, ich bin mir nicht sicher, ich habe das mal gehört, dass es den Tag-Nacht-Zyklus auch in dem Spiel geben sollte. Und anhand des Tages-Nacht-Zyklus hätte sich dann entschieden. Oh Mann, Jutta, ey! Wenn du deine Ausdauer verbessern willst, musst du im Gebirge trainieren. Ich laufe gerade das hohe Gras, es reicht. Versuch auf die Gipfel zu rennen und schon nach wenigen Minuten wirst du außer Atem sein. Okay, ich brauche jetzt erstmal Sauerstoff. Die wird jetzt erstmal reanimiert. Die liegt auf der Barke und wird jetzt reanimiert einfach, ey. Trittst du mal einen Schritt vorher, treten wir einen Schritt zurück. Heute hast du Pech und dann nach morgen viel Glück. Okay, das war aus Rudolf. Das war so, das war der einzige Weihnachtscartoon-Film, den ich eigentlich total gut finde. Der Rudolf, genau mit der Stormella und so, das war total geil. Alles klar, so, Wampel die Wampel. Zeig mir mal deinen Wampel. Oh Mann. Batsch. Okay, so, sehr effektiv. Es klingt so zweideutig, wenn man das so sagt. Hey, komm, ich zeig dir mal meinen Wampel. Oh, das ist schon hart. Okay, da hat ein Pudox, dann hat er wahrscheinlich ein Panikon. Das ist das Gegenstück zum anderen. Der Uriel. Der Uriel. Naja, immer noch ein bisschen wie der Ganggolf. Der Ganggolf. Ganggolf, Ganggolf. Bruder Ganggolf, Bruder Ganggolf. Gängst du noch? Gängst du noch? Boah, ich hab, okay, sorry Leute, ich hab so einen richtigen spastischen Moment gerade, aber das ist total geil. Das feiere ich ein bisschen. Der Ganggolf. Sorry, dass ich euch damit so tierisch auf den Sack gehe, aber ich feiere das einfach, Alter. Ich feiere das einfach nur. Hör auf mit einem scheiß Mondstein-Pudox. Du machst ja meine gute Laune gerade kaputt. Ach, Mann. Okay, es regnet weiter. Dann. Okay, jetzt reicht's. Jetzt mal einen Zug rein. Batsch!
Autsch. Das tut nicht weh. Okay. Ich dachte schon, eben ist super. Nein! Sehr schön. Alter, das gibt's nicht. Ey, da kommt Kappa. Kappa ist der Auserwählte. Geil. Okay, jetzt setzen wir stärker an. Und Batsch! Sehr geil. So, okay. Gut, jetzt hat Kappa auch mal was geleistet. Wieder mal seit Ewigkeiten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm, weil... aber das Gute an der Sache ist, unsere Verwirrung ist jetzt weg. Das heißt, Undertaker kann das Ding jetzt ausnocken, hat sein Level ab und wir haben dann endlich unser wohlverdientes Logok, Leute. Unser wohlverdientes Logok. Was mich, auf was ich schon so lange warte, ey. Als meine absoluten Lieblings-Pokémon. Okay, es regnet weiter. Ach, deswegen haben wir auch nicht so viel Schaden gemacht. Regen, gell? Ja, ich sollte mal ab und zu mir mal angewöhnen, wirklich mal, auf meine Umgebung im Kampf zu achten. Das mache ich nämlich selten. ja. So, und... Nein! Das ist natürlich ein bisschen, schade jetzt. Okay, dafür muss der Käferfrieke leiden. Hey, geschafft! Du hast mich gefunden oder wolltest du mir ausweichen? Nein, ich wollte nicht ausweichen. Ich wollte dich töten. Also ich wollte dich töten. Geil. Herausforderung. Der Eusebius. Das ist wahrscheinlich der Bruder vom Gangolf. Ey. Oh, Alter. Was wollen Sie? Ja, ich wollte mein Kind auch benennen. Ja, wir hatten eben so einen Spasti, der hieß Gangolf. Wie kann man sein Kind Gangolf nennen? Ah, okay, alles klar. Wie wollen Sie es nennen? Eusebius. Geil. Sorry, ey. Sorry, Leute. Sorry, aber ich weiß auch nicht. Also, irgendwas ist bei mir gerade momentan total kaputt, aber ich find's geil. Ich find's auch total gut, dass meine ganzen Privatsachen jetzt geregelt sind und, klar, es kann hier wieder immer mal was vorkommen, da bei der Aufnahme und so, aber ich finde es geil, Eusebius. Eusebius Gangolf. Jetzt ist schon wie so ein Zauberspruch. Gangolf Eusebius. Geil. Gangolf. Und Eusebius. Ey, Leute, was ein Scheiß. Hui, was für ein großartiger Kampf. Yeah, total geil. Und es ist soweit. Boah, merkt ihr schon, wie ich mich freue gerade? Ich freue mich gerade wirklich. Unser Undertaker ist jetzt wirklich zum Undertaker geworden. Herzlich willkommen im Team Logok. Geil! Geil. Wurde aber Zeit und vor allen Dingen jetzt erlernt er nämlich eine richtig geile Feuerattacke mit Feuerfeger. Das ist einfach geil. Ey, jetzt habe ich so eine richtig. Jetzt bin ich richtig nostalgisch geflasht. Okay, damit lassen wir Glut vergessen, weil Glut war ja wirklich die ganze Zeit halt da. Ich finde halt, Jungglut hat kein gutes Moveset, bis es sich entwickelt, ey, richtig. Das ist nämlich das Problem. So, hier wird Trank gefunden, sehr nice. Und was wir jetzt auch machen können, wir können jetzt hingehen. Und setzen Little Batman, Misery und Iron Man nach oben. Hey, noch ein Kampf. Und werden jetzt die nämlich einigermaßen trainieren. Wir gehören zum Mimikry-Zirkel. Wir haben nach, was du machst. Ja, gut, das haben die anderen auch gemacht. Die sind auch. Ja, gut, wenn ihr den Mimikry. Normalerweise beim Mimikry-Zirkel, wenn sie nachahmen, was die anderen alle machen, und ich töte einen, müssten die anderen normalerweise freiwillig auch sterben. Okay, Romeo möchte kämpfen. Oh, das kann romantisch werden. Ah, Geweihe. Und wir haben Little Batman. Sehr schön. Das werden wir einfach mal jetzt. Ich frage mich, ob man Geweihe fangen kann. Ich glaube, ich habe Geweihe noch nie gefangen irgendwo. Ich weiß, dass es das irgendwo gibt, aber ich würde mich gerne interessieren, wo, ey. Hm. Naja. Alles klar. So, Little Batman, passt. Sehr schön. Und hab nur ein Geweih gehabt. Das war voll für den Arsch. Okay. Sehr nice, Baby. Sehr nice. Wir haben hier alle Trainer jetzt weggeflext, die wir finden konnten. Ah, nee, da ist noch eine. Ach, der bewegt sich ja immer noch, ey. Na gut, was soll's. Okay. Gut. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Ah, da finden wir noch ein paar Bären. Die können wir eigentlich mal lassen, wo sie sind. Kann der Pokémon Geheimpower an einem Berg von Gras einsetzen und eine Geheimbasis anrichten? Nein, aber das, ja, theoretisch könntest du es, ja. Na gut. So, dann gehen wir jetzt mal in das Haus, Leute.
Ich sag ja, die Route, die wird schweinelang, das wird nämlich ätzend. Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Funkbomben fängt, sie zusammenbindet und sich da drei. Geil. Jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie einen ganzen Massen. Ja, gut. Das nützt dir nicht, solange wir nicht fliegen können. Da hast du eh gelitten, mein Freund. Okay. Es soll eine Höhle geben, die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Passt schon. Also Leute, wir haben einiges jetzt gereicht. Wir haben zwei entwickelte Pokémon mit ohne Zahn als Vibrafa und mit Logok. Und unser Team nimmt langsam seine Endform an. Es fehlt nur noch ein Pokémon im Team, was wir uns demnächst noch fangen werden. Das dauert nicht mehr lange. Und ich würde mal sagen, ich beende jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Denkt dran, Gangolf ist Gongolf is watching you, baby. Und Eusenius ist neben dran. Total geil. Das habe ich schon. Kann mich gar nicht mehr trösten. Schaut mal auf dem Kanal vorbei, wenn es euch interessiert. Eventuell, wenn ihr Teil der Community auch noch werden wollt. Würde mich sehr freuen. Vor allem, wenn die Arcade-Dienste immer weiter wachsen. Wir haben knapp, stand jetzt die 700 Abonnenten beinahe erreicht. Und fehlen noch ein paar, aber nicht mehr viel. Und das wäre natürlich ein Meilenstein, den ich total feiern würde. Ansonsten, haltet die Ohren steif bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.